Wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Die letzten Wochen waren wir ausgiebig in Nordspanien unterwegs. Wir waren in den Bergen, haben paradiesische Traumstrände entdeckt, haben den ein oder anderen Abstecher ins Inland gemacht, uns an der Atlantikküste entlang unseren Weg Richtung Galizien gebahnt und uns dort von der für uns schönsten nordspanischen Region begeistern lassen. Heute ziehen wir weiter Richtung Süden und erkunden den ersten Teil Portugals. Wir stehen seit Ewigkeiten mal wieder auf einem richtigen Campingplatz, schlendern durch die sehenswerte Altstadt Portos, sind begeistert von den vielen Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkten, bestaunen einen magischen Sonnenuntergang und begeben uns im Anschluss auf die Suche nach neuen Traumstränden. Kommt mit! Hallo aus Portugal, Land Nummer 42 schon auf unserer Reise, wenn ich richtig gezählt habe. Wir sind schon vor 4 Tagen in Tui über die Grenze von Spanien nach hierher gefahren. Seitdem haben wir aber ehrlicherweise noch kaum was vom Land gesehen, weil wir im Grunde die ganze Zeit auf einem Stellplatz in Cerveira standen, um da ein bisschen zu arbeiten. Da gibt es einen kostenlosen Stellplatz mit einer Fähr- und Entsorgungsstation, das war also wieder mal perfekt. Zwischendurch sind wir dann einen Tag auch mal ein bisschen in die Berge gefahren, um da ein Video aufzunehmen, nämlich das Video, was letzten Sonntag online gegangen ist. Aber jetzt sind wir wieder so richtig unterwegs. Wir sind gerade auf dem Weg nach Porto, sind hier nur einmal kurz am Strand angehalten, um so ein bisschen aufs Meer rauszuschauen. Aber jetzt geht's weiter und wir werden versuchen, ob wir in Porto einen Stellplatz auf einem Campingplatz noch bekommen. Das werden wir jetzt versuchen. Auf geht's! Eigentlich hätten wir gedacht, schon längst in Portugal zu sein. Wir hätten niemals gedacht, dass wir ganze 3 Monate allein in Nordspanien verbringen. Das war nie geplant. Aber es hat uns einfach so gut gefallen, dass wir eben entsprechend langsam unterwegs waren und das so richtig aufgesogen haben. Und das war auch toll. Aber das bedeutet jetzt im Umkehrschluss auch, dass wir für Portugal ein bisschen weniger Zeit haben, als wir ursprünglich gedacht hatten. Und wir so ein bisschen überlegen müssen, wofür bleibt Zeit und wofür vielleicht nicht. Wir werden in jedem Fall ein kleines bisschen schneller unterwegs sein müssen hier als in den letzten Wochen. Ja. Große Städte mit dem Camper zu besichtigen, kann ja manchmal etwas schwierig sein. Man liest von Parkplätzen, bei denen in Fahrzeuge eingebrochen wurde. Vermeintlich sichere Parkplätze sind rar gesät. Und wenn man über Nacht oder gleich mehrere Tage bleiben will, sind Campingplätze häufig weit außerhalb. Wir wollten mindestens eine Nacht in Porto bleiben, hatten keine Lust auf Stress und haben uns daher nach Campingplätzen umgesehen, die noch einigermaßen zentral liegen. Ob man da im September ohne Reservierung noch einen Platz bekommt? Wir werden sehen. Sie hat uns gesagt, dass sie eigentlich ausgebucht sind, aber dass sie noch 2 sehr kleine Plätze haben, wo wir gucken sollen, ob wir draufpassen. Es könnte eng werden. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier. So, das hat hervorragend funktioniert. Wir stehen jetzt hier 3 Tage. Zum ersten Mal Campingplatz nach ja, fast 3,5 Jahren auch. Ja. Das hat hervorragend geklappt. Der erste Campingplatz, den wir angefahren sind, der auch am nächsten am Stadtzentrum dran ist, der hatte noch einen Platz frei, tatsächlich noch 2 Plätze frei. Hier stehen wir jetzt. Den Platz werden wir uns später ein bisschen genauer angucken. Jetzt wollen wir den Nachmittag aber noch nutzen, um schon mal einmal in die Stadt reinzufahren, um uns schon mal ein paar Dinge anzuschauen. Das könnte man mit einem Bus machen, der wohl hier vor dem Campingplatz auch hält. Aber es gibt auch einen Fahrradweg, haben wir uns sagen lassen, der bis ins Stadtzentrum führen soll. Wir schnappen uns jetzt also unsere Fahrräder. Bevor wir jetzt gleich die Stadt erkunden, gibt es aber noch eine ganz kurze Pause, damit wir unsere Rechnungen bezahlen können. Und stellen euch den Sponsor unseres heutigen Videos vor, BookBeat.
Wer so wie wir gerne Hörbücher hört, der wird wissen, dass es super nervig ist, wenn man im Monat nur auf ein einziges Hörbuch beschränkt ist. Das machen aber viele Anbieter so, nicht so BookBeat. Bei BookBeat könnt ihr jeden Monat in so viele Hörbücher reinhören, wie ihr wollt und gleichzeitig so viele E-Books lesen, wie ihr wollt. Insgesamt stehen über 500.000 Hörbücher und E-Books zur Auswahl aus allen denkbaren Genres. Und dadurch, dass es eben kein Limit gibt, kann man sich auch einfach mal super inspirieren lassen. So bin ich zuletzt zum Beispiel auch auf Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes gestoßen. Das ist eine Autobiografie der Wir sind Helden-Sängerin. Kann ich absolut empfehlen, wenn ihr Wir sind Helden gerne gehört habt oder hört, euch zum Beispiel fürs Musikbusiness interessiert oder Nora Tschirner mögt, denn die liest das Ganze vor. Hören kann man BookBeat sowohl über die App auf dem Handy oder Tablet, aber genauso über Android Auto oder Apple CarPlay beim Autofahren, so wie wir das auch gerne machen. Und auch ein Widget für die Apple Watch gibt es, wo man die Bücher dann draufladen kann, um sie offline zu hören. Und wir haben einen Code für euch, mit dem ihr BookBeat ganze 2 Monate lang völlig kostenlos ausprobieren könnt. Geht einfach auf bookbeat.de/otter oder klickt unten auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch den Gratiszeitraum. Und jetzt ab nach Porto. Porto ist die zweitgrößte Stadt des Landes und steht ja mal so ein kleines bisschen im Schatten von Lissabon. Aber wir sind sehr, sehr gespannt. Wir haben nämlich extrem viel Gutes über die Stadt gehört und auch Freunde von uns, die schon mal hier waren, haben nur Positives berichtet. Unsere Erwartungen sind auf jeden Fall ja, sehr hoch deswegen und die ersten Minuten hier gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Das, was ihr jetzt hier hinter mir auf der anderen Seite des Flusses seht, ist Ribeira, der älteste Teil Portos, der vermeintlich schönste Teil Portos, der Teil, wo fast alle Sehenswürdigkeiten sind. Die gesamte Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe. Da wollen wir jetzt rüber gehen und da es da wahrscheinlich relativ viel bergauf, bergab und durch schmale Gassen geht, schließen wir unsere Fahrräder jetzt hier an und gehen zu Fuß weiter. Vai se resolver. Quando eu vi no aeroporto
que pra mim. Não vou me precipitar, paciência é uma ciência, eu tempo vou descobrir. Acordou de manhã, sentou-se na mesa, olhou para mim com a cara surpresa. Wir haben beide schon getrennt voneinander gesagt, dass uns Porto ein bisschen an Hamburg erinnert. Und so, ja, wundert das nicht, dass ich vorhin, als wir hier angekommen sind, so ein bisschen dachte, mir gefällt das hier. Hier möchte ich irgendwie mal ein bisschen länger wohnen, glaube ich. Also bisher sind unsere Erwartungen auf jeden Fall vollkommen erfüllt worden. Super schön. Wir laufen gerade gefühlt 1 Million Höhenmeter wieder hoch, um zu einem guten Spot für den Sonnenuntergang zu kommen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall pappsatt für die nächsten Tage. Ich glaube, Tina ist auch satt geworden. Und jetzt fahren wir zurück zum Campingplatz. Wir melden uns morgen wieder. Ein paar Worte zum Campingplatz. Die Nacht, beziehungsweise insgesamt sogar 3 Nächte, haben wir auf dem Orbitour Canidello Campingplatz verbracht. Mit rund 8 Kilometern Entfernung zur Altstadt scheint es der am nächsten am Stadtzentrum gelegene Campingplatz Portus zu sein. Er liegt an der Atlantikküste und ist nur von einer Straße und Strandpromenade vom Wasser entfernt. Es gibt geschätzte 70 Stellplätze unterschiedlicher Größe und eine ganze Reihe an Bungalows. Dazu Sanitäranlagen, einen Pool, einen Sportplatz, eine Bar und einen Gemeinschaftsraum. Vor allem die Sanitäranlagen sind unserer Einschätzung nach schon ganz schön in die Jahre gekommen.
Aber ehrlicherweise haben wir nicht wirklich einen Vergleich, was momentan in etwa der Standard ist. Wir würden sagen, der Platz hier ist zweckmäßig, besticht aber vor allem durch seine fantastische Lage, sowohl zum Meer als auch zum Stadtzentrum. Wir würden wiederkommen. Guten Morgen! Wir haben uns einen sehr schönen Frühstücksplatz hier gesucht in einem kleinen schmucken Café mit so 4-5 Tischen und einem herrlichen Blick. Und jetzt können wir gut gestärkt in den Tag starten und uns noch ein paar Sachen angucken. An unserem zweiten Tag in Porto wollten wir uns vor allem noch die Kathedrale, den Bolio-Markt und den großen Park rund um das Crystal Palace Stadion im Westen der Altstadt anschauen. Und dann brauchten wir auch erstmal eine Pause, denn wer in Porto unterwegs ist, läuft zwangsläufig ständig steile Straßen und hunderte von Treppenstufen rauf und runter. Es ist wirklich sehr, sehr heiß heute, deswegen haben wir uns jetzt hier gerade noch mal einen Schattenplatz im Park gesucht und machen eine kurze Pause. Wir haben aber sowieso uns so ziemlich alles, was wir uns angucken wollten, inzwischen angeschaut. Ja. Wir werden jetzt noch ein kleines bisschen durch die Stadt schlendern, uns dann aber langsam, aber sicher unseren Weg zurück zum Campingplatz bahnen. Da werden wir auf jeden Fall noch eine Nacht verbringen, aber dann werden wir rausfahren aus der Stadt und versuchen, uns einen Stellplatz irgendwo am Meer zu suchen. Ja. Ich würde sagen, ich mache mal Schnipp und wenn das alles klappt, sehen wir uns an dem Stellplatz direkt am Meer wieder. Schnipp, es hat geklappt. Wir sind hier jetzt auf diesem Stellplatz Parkplatz nur ein paar Meter vom Meer entfernt und so rund 30 Kilometer südlich von Porto.
Tatsächlich wussten wir schon im Vorfeld von diesem Platz, weil Bekannte von uns Anfang des Jahres hier schon mal gestanden und übernachtet haben. Freistehen ist in Portugal ja scheinbar leider nicht mehr ganz so einfach möglich wie früher, aber hier im Norden, weit weg von der beliebten Algarve im Süden, scheint es immer noch sehr entspannt möglich zu sein. Die Park-for-Night-Bewertungen decken sich mit dem, was uns erzählt wurde, dass sich die Polizei in keiner Weise dafür interessiert, dass hier Camper stehen. Wie das weiter im Süden sein wird, das werden wir sehen, aber nicht mehr heute. Wir zeigen euch jetzt bestimmt noch ein paar Aufnahmen hier vom Strand, aber dann beenden wir das Video auch. Porto hat uns wahnsinnig gut gefallen. Ich denke und ich hoffe, dass das auch rübergekommen ist. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören, wie es euch gefallen hat und ja, wie es euch ergangen ist, wenn ihr vielleicht schon mal selbst da wart. Unsere hohen Erwartungen wurden auf jeden Fall nicht enttäuscht. Wir haben unsere Zeit in Porto sehr genossen und finden, dass es eine hervorragende Stadt für einen Städtetrip ist, sowohl mit als auch ohne Camper. Wir werden hier jetzt ein bisschen Zeit am Strand verbringen und uns überlegen, was wir als nächstes machen und uns angucken wollen. Was es wird, das seht ihr dann am nächsten Sonntag im nächsten Video. Bis es soweit ist, senden wir euch viele liebe Grüße aus der Ferne, schicken euch ein paar Sonnenstrahlen. Ciao!